Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Serie Telefonie mit Teams. Heute Teil 7, Calling Plans, Direct Routing und Operator Connect. Mein Name ist Christian Lorenz und zu meiner Linken steht mein Kollege Christian Kordel, hallo. Ja, unsere Kollegen Ralf Manja und Thorsten Pickern haben bereits in den ersten Videos dieser Videoserie die grundlegenden Funktionen der Teams-Telefonie erläutert. Wir möchten heute nochmal ein bisschen spezieller auf das Thema PSTN-Connectivity eingehen, welche Möglichkeiten wir dort haben, welche Anforderungen es an unsere Infrastruktur gibt und wie sich diese Funktionen grundsätzlich unterscheiden. Heute auch mit dem Augenmerk ein bisschen auch auf Operator Connect am Ende. Wir starten zunächst mit einem kleinen Recap. Wie funktioniert überhaupt die Telefonie in Teams? Welche Komponenten haben wir? Genau, was brauchen wir überhaupt? Was sind die grundsätzlichen Anforderungen an die Teams-Telefonie? Und ganz oben steht immer die Lizenz, die jeder User, der telefonieren möchte, ins PSTN benötigt, die Phone System Lizenz. Diese Phone System Lizenz bietet uns dann quasi die Cloud PBX ohne jegliche PSTN Connectivity, denn die müssen wir über die uns vorliegenden Möglichkeiten dann noch separat realisieren. Das sind zum einen dann die Microsoft Calling Plans. Wir machen Microsoft zu unserem Telefonieprovider, er liefert uns die Nummern, wir können die grafisch im Admin Center den Usern zuweisen, wir müssen uns um technisch nichts kümmern, es ist eigentlich ein reines Lizenzthema. Es geht schnell und ist echt extrem simpel. Auf der anderen Seite haben wir das Direct Routing, was technisch um einiges komplexer ist, um einiges höhere Anforderungen an unsere Infrastruktur auch stellt, dafür uns aber mit einer gewissen Flexibilität ausstattet, die gerade dann immer interessant wird, wenn wir noch relativ viele Legacy- und Analog-Devices haben, die wir in irgendeiner Form an die Telefonie noch anbinden müssen. Der dritte Punkt, hier noch nicht auf der Folie, aber vom Christian Lorenz auch eben schon erwähnt, ist Operator Connect. Das wurde letztes Jahr im März auf der Ignite von Microsoft angekündigt, ist mittlerweile general available und in jedem Tenant verfügbar. Das macht dann quasi den Provider unserer Wahl, ob das eine Telekom, eine PureIP oder eine NTT ist, ist dabei kein Problem, zu unserem Komplett-Telefonie-Anbieter. Die stellen uns den SBC as a Service, die stellen uns den SIP-Trunk und die Rufnummern und das war's. Genau, und wirklich schön direkt nativ aus dem Teams Admin Center buchbar quasi. Wie das aussieht, zeigen wir euch später. Starten wir zunächst mal mit der einfachsten Methode, die Telefonie für Nutzer zur Verfügung zu stellen, und zwar den Calling Plans. Da unterscheiden wir grundsätzlich in den Domestic Calling Plan und den Domestic and International Calling Plan. Ich erläutere das Thema ganz gerne anhand eines Beispiels. Wir kaufen 5 Domestic Calling Plans für unsere 5 Benutzer in unserem deutschen Office. So haben diese die Möglichkeit, innerhalb Deutschlands zu telefonieren. Die Minuten im Hintergrund, die pro Domestic Calling Plan zur Verfügung stehen, werden gepoolt, sodass ein User mehr als 1200 Minuten, die Calling Plan verfügbar sind, telefonieren kann. Sind aber insgesamt für unsere 5 User diese 6000 Minuten insgesamt aufgebraucht, ist erstmal keine weitere Telefonie möglich. Wir hätten die Möglichkeit dann über sogenannte Communication Credits Minuten nachzukaufen. Gleiche Funktionsweise bei den Domestic and International Calling Plans. Hier haben wir nun auch die Möglichkeit, international zu telefonieren. Also die deutschen Nutzer könnten nach Österreich oder Amerika als Beispiel telefonieren. Das wichtig zu wissen ist bei diesem Pooling, dass es pro Calling Plan, pro Land funktioniert. Also wir können leider nicht Calling Plan übergreifend, also vom Domestic zum Domestic and International Calling Plan, das Pooling machen, sondern es bezieht sich nur auf einen der jeweiligen. Genau. Zum Thema, wo sind diese Calling-Pläne heute eigentlich verfügbar? Und das ist auch so ein Thema, weshalb es noch weitere Optionen für die Telefonien in Teams gibt. Wir haben mittlerweile 33 Ländern, in denen die Calling-Pläne verfügbar sind. Da sind zwischen April und Juni diesen Jahres erst 8 neue hinzugekommen, wie zum Beispiel Neuseeland oder Singapur. Genau. Christian wird jetzt gleich mit Direct Routing, eine flexiblere Möglichkeit, eingehen, darauf eingehen, wie man auch in den Ländern, die heute noch keine Calling-Pläne haben, Telefonie zur Verfügung stellen kann. Genau, Direct Routing ist dabei eben eine Option, die wir haben, um diese Lücken der Weltkarte zu schließen. Direct Routing, auch von Microsoft intern eben als Bring Your Own SIP Trunk bezeichnet worden, macht eben genau das. Es lässt uns unseren eigenen, eventuell schon vorhandenen Provider und dessen SIP Trunk benutzen, um den an einen entsprechenden zertifizierten Session Border Controller anzuschließen, den wir irgendwo hosten müssen. Ob das jetzt on-premises ist oder in Azure als virtuelle Maschine, ist dabei vollkommen egal.
Aber wie eingangs eben auch schon erwähnt, bietet uns Direct Routing und eben gerade dieser Session Border Controller, der dafür eben benötigt wird, die entsprechende Flexibilität, hier auch weitere Third-Party-Apps, wie zum Beispiel, ich habe irgendwo schon eine Helpdesk-Schaltung oder was ähnliches, eine Call-Queue im Betrieb. Das könnte ich daran anschließen, genauso eben wie, was für viele Kunden immer interessant ist, die Option eben analoge Devices über sogenannte Analog-Telefon-Adapter anzuschließen an diesen Session-Border-Controller. Somit kriege ich auch noch eine Deckanlage oder auch mal einen Fax, das irgendwo im Flur steht, wieder mit einer entsprechenden Telefonieschnittstelle versorgt. Was brauchen wir jetzt dafür? Wir haben gesagt, die Anforderungen an die Infrastruktur sind einfach eine Ecke höher. Das ist durchaus richtig. Immer ganz oben steht einfach die Phone System Lizenz. Die kann ich auch bei Direct Routing nicht aus der Gleichung rausstreichen. Die ist immer benötigt. Dazu kommt allerdings dann eben auch noch ein sogenannter zertifizierter Session Border Controller. Was heißt jetzt zertifiziert? Microsoft hat hier eine Reihe von Herstellern, wie zum Beispiel Audiocodes, wie zum Beispiel auch eine Ribbon, die eben für Direct Routing Anbindungen zertifiziert sind. Nur diese Session Border Controller können dann den SIP-Trunk in Richtung unseres Tenants und damit Microsoft Teams aufbauen. Um diesen SIP-Trunk in Richtung Teams eben aufzubauen, haben wir dann noch weitere Anforderungen. Microsoft lässt hier ausschließlich eine TLS-Verbindung zu. Das heißt für uns, wir brauchen ein Zertifikat aus einer Public Trusted Certificate Authority. Da gibt es auch im TechNet eine entsprechende Liste mit Anbietern, die uns das liefern können. Zudem eben eine Public Routable IP-Adresse für den SBC und eben einen FQDN. TLS funktioniert nur mit Namen, dafür ja auch das Zertifikat entsprechend. Und wichtig bei diesem FQDN eben zu wissen, ist auch noch, die Top-Level-Domain, die wir hierfür benutzen, muss in unserem Tenant registriert sein und darf nicht die On-Microsoft-Domain sein. Die ist nicht benutzbar dafür. Und als letzte Anforderung natürlich, wir müssen uns eben auch selber um einen PSTN-Provider kümmern. Das kann jetzt negativ sein, das kann auch positiv sein, wenn wir vielleicht schon bestehende Verträge bei irgendeinem Anbieter haben. Haben wir da vielleicht schon gute Konditionen ausgehandelt über die Jahre der Partnerschaft hinweg. Wir können uns aber auch an einen SBC mehrere PSTN-Provider über ihre eigenen SIP-Trunks anschließen und das Routing dann darüber realisieren, je Anbieter, wie wir das gerne möchten. Ne? Die Flexibilität steht bei Direct Routing eben einfach ganz oben. Genau. Gehen wir jetzt mal auf die Voice Routing Basics ein. Also wie verhält sich nun eigentlich die Telefonie, wenn man einen Calling Plan oder Direct Routing verwendet? Ja, bitte. Wir haben also mal die Prämisse hier gestellt, dass ein User aus Deutschland eben einen Call in die USA machen möchte und er wählt jetzt in seinem Teams-Client eben die entsprechende Rufnummer aus den USA. Und sobald er eben auf Anrufen klickt, passiert im Hintergrund Folgendes. Als allererstes wird eben geprüft, ob der User eine sogenannte Voice Routing Policy hat. Wenn hier die Antwort eben Nein ist, dann wird geguckt, ob der User einen Microsoft Calling Plan zur Verfügung hat. Und wenn die Antwort hier Nein ist, wird der Call nicht aufgebaut werden. Ne? Also er hat keine Option in irgendeiner Form zu telefonieren. Sollte die Antwort allerdings hier Ja sein, er hat einen Calling Plan an seinem User dran, dann wird gefragt, ist das ein Domestic oder der Domestic und International Calling Plan? Ne? In unserem Fall, wenn er jetzt nur den Domestic Calling Plan hätte und er möchte aus Deutschland in die USA telefonieren, würde der Anruf entsprechend fehlschlagen. Es ist ein internationaler Anruf und das würde dann nicht funktionieren. Sollte die Antwort eben Ja sein oder er hat den International Calling Plan, dann wird der Anruf ganz normal über den Calling Plan abgewickelt werden. Genau. Und danach müssen wir nochmal an den Anfang springen und die erste Frage der Voice Routing Policy eben mit Ja beantworten. Der User hat eine Voice Routing Policy zugewiesen. In dieser Voice Routing Policy sind sogenannte PSTN Usages. Hier wird definiert, welche Routen für welche Rufnummern eben entsprechend verfügbar sind. Diese PSTN Usages werden entsprechend nach ihrer Priorität geprüft, ob eben ein Match auf +1 irgendwo da ist.
Und wenn hier kein Match da ist, dann kommt eben einer dieser interessanten Kniffe nochmal zum Einsatz. Es wird wieder abgecheckt, ob dieser User einen entsprechenden Calling Plan zugewiesen hat. Es kann also auch durchaus sein, dass wir einen User mit beiden Formen dieser klassischen Telefoniemöglichkeiten versorgen. Er kann sowohl über Direct Routing national telefonieren zum Beispiel und über die Calling Plans dann international. Das wäre durchaus eine Option, wenn ich das möchte. Wenn wir jetzt allerdings ein Match finden, wird der SBC, der in der entsprechenden Voice Router hinterlegt ist, versucht zu kontaktieren. Und wenn das dann funktioniert, wird der Call über Direct Routing abgewickelt werden. Sollte das nicht funktionieren, wird der Call fehlschlagen. So einfach das Voice Routing. Gut. Kommen wir nun zu Operator Connect. Christian, du sagtest es vorhin schon, im März letzten Jahres auf der Ignite veröffentlicht, mittlerweile auch wirklich general available und da passiert auch einiges. Und als kleiner Funfact, ein bisschen zu früh von Microsoft sogar announced, die Provider, die hier als erstes dabei waren, so unter anderem Telekom, die waren so ein bisschen überrascht von dieser Ankündigung auch. Ja, ist die Microsoft ein wenig vorgeprescht. Ja. Aber mittlerweile hat sich da auch einiges getan. Wir sehen hier einen großen Blumenstrauß an Anbietern. Vielleicht erkennen Sie das ein oder andere Logo oder den Namen wieder und das auch bei Ihnen in der Firma schon in Verwendung. Genau, du sagtest es vorhin schon, wir haben hier einen Session Border Controller as a Service inklusive der PSTN Connectivity dort hinter und das alles aus dem Teams Admin Center buchbar. Wir könnten auch theoretisch bestehende Verträge übernehmen. Dafür müssen Sie sich dann halt mit Ihrem Provider in Verbindung setzen. Ja, es ist wirklich einfach, aus dem Teams Admin Center zu deployen und auch später schön einfach zu administrieren. Denn die Rufnummern im Vergleich zum Direct Routing sind wirklich nativ im Teams Admin Center sichtbar und können per grafische Oberfläche den Nutzern zugewiesen werden. Das ist bei den Calling-Plänen genauso. Bei Direct Routing muss man das über die PowerShell lösen. Genau. Großer Vorteil hier von Operator Connect, man hat keine eigene Hardware mehr, keine Investition, man muss sich dort auch nicht um den Betrieb der Systeme kümmern und kriegt quasi sowohl den Telefonanschluss als auch den SBC komplett betrieben vom Anbieter. Ist natürlich einfach zu supporten oder dort den Support so einzukaufen. Und natürlich bietet uns Operator Connect hier auch mehr Möglichkeiten als die Calling-Pläne von Microsoft. Ne? Also auch hier können wieder Löcher geschlossen werden, die Weltkarte mit Calling-Plans uns eben aufzeigt. Genau. Wie jetzt so ein Bestellprozess aussieht, wir haben einfach mal hier einen Screenshot aus dem Teams Admin Center eingefügt, beispielhaft mit der Pure IP. Wir wollen dann ein paar Rufnummern für unseren deutschen Standort buchen. Wir haben eine Firma mit 250 bis 999 Mitarbeitern. Das ist natürlich für die Auswahl des Rufnummerblocks interessant. Dann kann man sich das über das Teams Admin Center zusammenklicken, natürlich die Data Privacy Terms akzeptieren und diesen Operator als einen eigenen Operator hinzufügen. Was passiert hier im Hintergrund? Der Operator wird kontaktiert und wird dann auf Sie zukommen, zwecks vertraglicher Details und auch der Implementierung. Genau. Das ist also quasi tatsächlich einfach nur ein Kontaktformular, ja, was wir hier im Tenant sehen. Ja. Also wir kontaktieren unseren Anbieter unserer Wahl und signalisieren dem quasi, hey, wir wollen gerne mit dir Operator Connect machen. Und dann meldet sich im Regelfall, ich glaube bei den Kollegen war das dann ein Vertriebsmitarbeiter, der dann mit einem eben die Vertragskonditionen durchspricht. In Fällen von größeren Installationen mit vielen tausenden Nebenstellen kann es dann auch durchaus mal etwas komplexer in dem Vertragswerk dann werden. Genau. Wir haben hier jetzt in dem Beispiel einfach mal Deutschland ausgewählt, aber schauen Sie doch gerne mal selber ins Teams Admin Center hinein. Es geht über die 33 verfügbaren Länder der Calling-Pläne deutlich hinaus. Vielleicht sind ja auch Ihre Geschäftsstandorte mit verfügbar und Operator Connect könnte eine gute Lösung für Sie sein, um einfach die Telefonie in Teams zu ermöglichen. Das war es auch schon von unserem Video. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen, fürs bis hierher durchhalten. Wenn ihr weitere Informationen zum Thema Teams Voice, vielleicht Interesse an einem Training habt oder auch an einem Workshop oder einem Webcast, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. Last but not least, Christian, vielen Dank, dass du an meiner Seite warst. Christian, vielen Dank, dass du an meiner Seite warst. Super. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.